Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! Hast du irgendwelche letzten Worte? Lass uns verhandeln! Du wolltest gerade eben ordentlich verhandeln, jetzt darfst du da reinkrabbeln in das dunkle Loch! Nein! Nein, ich komme wieder! Vor allem nicht sogar mit Clayman! Hallo, wer bist denn du? Hast du einen Grund für diese wunderschönen Ohrringe? Na, ich häng mit den Grabwächtern zusammen. Musst du. Ja, ich komme gerade frisch aus Amerika. Was verstehst du nicht? Diene dem Pharao. Niemals. Der Pharao hat mein Leben zerstört. Oh nee, sein Freund war's. Hör auf, in meinen Kopf zu kommen. Das denke ich auch. Hallo, raus aus meinem Kopf. Geh weg da. Hör auf, geh raus aus meinem Kopf. Ich weiß, es ist gemütlich. Lass das. Geh weg. Nein. Nein, nicht. Geh weg, du. Komm mit dir einfach in meinem Kopf rauf. Ich weiß, wieso wir Freunde sind. Bei dummer ein Gedanke. Heißt uns ja immer. So, ich kenne das Deck von ihm absolut nicht. Ich kenne nur Zera. Also ich habe das zweite Deck von dem. Okay, was kann die Karte? Ja. Ah, okay. Ja, dann kann ich arbeiten. Mechanischer Jäger. Ach, Bandits. Du bist. Bandits. Ich habe den mechanischen Jäger gerufen. Und damit meinen Zug beendet. Eine verdeckte. Noch eine verdeckte. Muss bei mir gerade was umstellen. Und eine Karte verdeckt. Ah, jetzt nimmt das an. Oh. Ich beende mein Spiel. Er hat lustige Dinge getan. Du hast ein Monster in Verteidigung, das dachtest du. Ich spiele Verteidigung stoppen. Dadurch wird dein Monster in die Angriffsposition gezwitscht. Gut. Von mir aus. Gab ich das Priesterin. Und jetzt rufe ich Bodenangreifer Burgroff. Na gut. So, mein Bodenangreifer. Greif den Grabwächter an. Das hättest du. Die Priesterin du kann nix. Ich aktiviere meine verdeckte. Hey, shit! Du wirklich gedacht, ich würde mein Monster so ungeschützt liegen lassen? Ich hatte die Hoffnung. Schlecht geplant. So, und jetzt aktiviere ich den Spielfeldzauber Tal der Toten. Hast du doch vom Prinzip her schon durch sie. Aber nur, dass das Spielfeld, wie es behandelt wird. So. Jetzt kriegen alle deine Grabwächter 700 Angriff und Verteidigung. Das ist doch ein schlechter Witz. Komm aus Feld, Grabwächter ist Abkömmling. Oh Gott! Mehr oh Gott, das wird so wehtun! Das wird so wehtun! Grabwächter ist Abkömmling, greif seine Lebenspunkte direkt an! Nein! Ich bin schon im Heim mit meinem Grab! Und Grabwächter ist Priesterin, hinten noch ein Angriff! Nein, lieber nicht! Wenigstens sind meine Wächter dann schon da. Ich beende meinen Spielzug. So, weißt du, was ich jetzt mache? Move 31! Ach nee, geht nicht. Oder muss ich dafür auch ein Monster auf dem Feld haben? Weiß es nicht, ich weiß ja nicht mal, was du tun willst. Ich kann ihn nur meiner Standby-Phase aktivieren, ist das. Das ist doch ein schlechter Witz. So, ich rufe Burgroff nochmal! Nein. Ernste Warnung, ich zahle 2000 Leben, um deine Beschwörung zu annullieren. Nicht nett. Aber wenigstens hast du auch Schaden erlitten.
So, einmal den. Würde das ausreichen? 2-2. 3-9. 3-9. Ah, dann könnte ich noch einen Angriff wagen. Los, meine Grabwächter, greift meine Lebenspunkte in die Hände an. Und Priesterin, au! Ruf den Notarzt! Den brauchst du gleich nicht mehr. So, jetzt aber. Los, Fluch der Unterwelt! Alle Monster in Angriffsposition werden in Verteidigung gezwungen. Und der wird so rumgezwungen. Und jetzt aktiviert sich der Effekt von Grabwächter. Ich hab's nicht zu Ende gelesen! Aber die Positionen, die können nicht mehr geändert werden, die gerade auf dem Feld sind, ne? Ich rufe Grabwächter Schaman als Spezialbeschwörung von meinem Deck. Alter, was ist denn das für ein heftiges Deck? Weißt du, was ich nur noch machen kann? Das hier. Wow. Nein, warte. Der Richtige kommt doch. Ehrung der Verdammten. Der hat aber Schuss. Ich nehm den da mit. Oh. Und jetzt muss ich aufs Beste hoffen. Warum hatte ich eigentlich so den Gedanken, dass ich meine Karte opfer? Vom Welt und nicht von der Hand. Oh, das Feld, Grabwächter als Anwerber. Ach du Scheiße. Ich hatte die Hoffnung, dass du kein Monster ziehst, weil dann hätte ich noch eine Runde überlebt. Soll ich was sagen? Das Schlimme ist, ich kann die wieder drehen. Hä? Achso, nur für den einen Zug oder wie? Ja. Bitte mit der Wächterin zuerst. Bion, greif ihn an! Entschuldigung, das hat nur gezwickt. Und ich will dich weiter leiden sehen, deshalb darfst du noch eine Runde überstehen. Das bringt mir jetzt auch so viel. Okay, ich bin eklig. Ich aktiviere von meiner Hand schwarzes Loch. Meine Monsterkarte hatte ungefähr denselben Effekt. So, durch den Anwerber kann ich mir eine Grabwächterkarte aufs Feld holen. Du wolltest und einfach nur nochmal safe spielen, ne? Sprengkugel. Eklig. Ein Grabwächterstähler. Kann ich mir meine Grabwächter zurück auf die Hand holen? Da denke ich gerade, ich bin die losgeworden. Nicht geil, der Effekt der Stele wird. Normalerweise könnte ich die Karten aus dem Friedhof nicht rausholen, aber die Stele ignoriert den Effekt vom Teil der Toten. So. Ich habe ein Problem. Ich habe nichts auf dem Feld, nichts auf der Hand. Grabwächter. Und da steht ein Kommandant vor mir, der mir in die Fresse schlagen will. Und diesmal tut er es auch wirklich. Schick ihn ins Reich der Schatten. Nein! Na, meine Schöne, wie gefällt dir meine Haarpracht? Meine ist besser. Aber ich mag dein Amulett. Das sieht schick aus. Ja. Um meine Hals würde es definitiv besser aussehen. Wenn ich dich besiege, gibst du es mir? Eventuell. Ich habe eindeutig zu viel Spaß dabei. Mit Sunny habe ich damals es versucht, diese Gespräche zu führen und es hat irgendwie nicht geklappt. Er hat es nicht hinbekommen. So Leute, ihr habt es nicht gesehen, ich habe es rausgeschnitten, aber wir hatten gerade eine Runde, wo ich komplett überlegen war. Also, wo Kai einfach gar nichts machen konnte und deswegen habe ich die rausgeschnitten. Wir wollen ja schon irgendwo gefährliche Duelle haben. Ich habe eine super Hand. Meine geht.
Ich stelle dir vor, mein genverzerrter Kriegswolf. Der ist gefährlich. Und du bist... Du bist ja brutal stark. Oh, ich bin ein Idiot. Ich habe das Deck umgebaut und habe natürlich die eine Karte, die ich eigentlich drin haben wollte, nicht reingetan. Das Siegel von Orygalgos. Nee, das ist standardmäßig mäßig nicht drin. Aber die Harpien haben einen eigenen Spielfeldzauber und den habe ich nicht drin, weil ich das Siegel von Orygalgos drin habe. Los, mein Schattengräber! Also, wir hatten gerade eben eine Runde, da hatte ich das Siegel von Orygalgos und Kai konnte einfach gar nichts mehr machen. Deswegen habe ich die rausgeschnitten. So. Tschüss. Doch nö. Nicht. Vogelkopf, was ist denn das überhaupt für ein Name? Los, mein genverzerrter Kriegswolf. Vernicht es. Und ich weiß, dass er es gerade eben gezwickt hat. Deswegen habe ich es ignoriert, weil es hat nur gezwickt. Es war nur 100 Punkte. Aber trotzdem so. Ich habe eine Harpie auf meiner Hand. Eine Harpie, oh nein. Ich brauche mehr Harpien. Hast ja nur 10.000 im Deck. Das ist eine schöne Karte. Die nehme ich gerne. Komm aufs Feld, Harpien Königin. Oh nö. Warte mal, die Jagdrunde hast du doch gar nicht drin. Hast du doch gerade gesagt. Ja, die Königin ist standardmäßig in dem Deck. Frag nicht wieso. Cyberschild. Verstärke meine Harpien Königin. Haben die Harpienkönig überhaupt in der Serie vor? Ich glaube nicht. Glaube auch nicht, aber irgendwie mussten sie ja das Harpien-Deck zusammenbauen. Tu es nicht, du wirst es bereuen. Wenn du meinen Wolf angreifst, du wirst es bereuen. Ja, das glaube ich nicht. Du wirst es bereuen. Bei Kalkoschu Norus! Ich beschwöre dich! Der hält für jede Karte, die du hast, 1000 Angriffspunkte. Und Stufe 4 Monster, die normal sind von mir, die können nicht von Karten aktiviert werden, also nicht getroffen werden. Beziehungsweise sie werden nicht zerstört. So. Aber ich glaube, dein Deck hat gar keine Karten, außer vielleicht eher um den Verdammten in der Richtung. So, und jetzt bitte. Schade. Nö. Ich beschwöre Schattengräber! Jetzt willst du mich auch noch direkt angreifen. Frech. Frech. Ja, irgendwie muss ich's doch machen. Frech. Frech. Das finde ich ja gar das nicht. Das ist nicht frech, das ist gerecht. Attacke! Ich grabe mich in deine Lebenspunkte rein. Ja! Nur dafür habe ich den aufs Feld geholt. Eigentlich wollte ich das auf den Kriegswolf machen. Ach nee, der ist noch nicht mal Schatten. Er ist kein finsternes Monster. Das nutzt ihm nicht mal. Warum habe ich kein anderes finsternes Monster aus den Chiranui auf der Hand gehabt? Schunoros, Entschuldigung. Chiranui? Chiranui war von irgendeinem anderen Spiel. Ich komme gerade nicht drauf. Ist auch Yu-Gi-Oh! Ist auch eine von den Kartengruppen, die Chiranuis. Sind Zombies. Komm aufs Feld! Cyber Harpier! Warum habe ich denn jetzt nicht im Angriffsmodus? Weil ich sie trotzdem nicht retten würde. Cyber Harpier, vernichte sein Orygalgos Schunoros! Yay, nicht mein Schunoros! Und Harpien Königin jagt seinen Schattengräber nein, zum nein, Friedhof! Nein! Jetzt gräbt er im Friedhof rum! Ich beende meinen Spielzug! Weißt du, wenn das so weitergeht, denken meine Nachbarn wirklich, ich hätte hier Schmerzen! Spiel ein Monster verdeckt! Und das war's. So gefühlt habe ich jetzt das stärkere Deck.
nicht bedingt. Ich hatte den Schonross nicht nur einmal im Deck. Nur einmal. Bitte nicht noch eine Harp hier. Und noch eine Harp hier. Oh, noch die Königin. Warte mal, jetzt müssten die sich doch eigentlich bekriegen. Wir haben hier zwei Königinnen. Es kann nur eine geben. Die eine ist verstärkt. Na, ich meine, siebenfarbiger Fisch. Dafür rufe ich Eukalko schon aus. Und die hat dann 3000 Punkte. Das könnte ein Problem werden. Mein Schonaus kommt immer wieder. Und dann kriege ich so Müll. Das Problem ist, ich muss eins deiner Monster jetzt leben lassen mit den Alexandre-Drachen. Weil sonst ist mein Schonaus wieder zu schwach. Und wird dann instant von deiner Harpie getötet. Aber ich mache zumindest die stärkere Harpie weg. Na, meinetwegen. Hallo? Das muss doch mindestens gezickt haben. Oh, danke. Ich hab doch gepasst. Das Problem ist, wenn du jetzt was beschwörst, hab ich mehr Angriffspunkte. Zu dir das so sicher? Ja, so funktioniert das Muster eigentlich. Außer du hast den Spieldrachen. Ich opfere meine beiden Harpien und rufe als Tributbeschwörung. Den scheiß Spieldrachen! Den Spieldrachen der Harpien! Ah, dann auch nur 2000! Das reicht aber. Für meinen Schonaus. Ja, ich hab den doch gerade wieder geholt! Jetzt zerstöre ich ihn wieder! Nicht schon wieder! Lass mir doch meinen Schonaus. Nee. Kann ich meinen Eukalkos haben? Das ist nicht Siege des Eukalkos. Aber ich nehme es. Oh, ein Schattengräber. Schön, dass er auch nicht nur einmal im Deck ist. So, ich habe keinen Bock auf den Scheißdrachen. Oh, so langweilig. Nee, da kann man ein halbes Deck vernichten. Ich warte ihn platt, bevor er zu stark ist. Los, mein Schattengreiber, grabt sich wieder in seine Seele rein. In ihre Seele. Na gut. Kann ich ein finsternes Monster bitte ziehen? Dann bringt mir der Schattengreiber mehr. Außer du hast ein Harpier, dann ist er eh tot. Du kannst mir gelegen. Ich aktiviere Landformen. Scheiße! Und ich suche mir das Ziel von Eukalkos. Warum hab ich die Karte nicht? Ich bin doch der Elmegriff von dieser Karte! Schlimm ist, das Siegel ist das Terraforming Ball in den Deck eingebaut. Los, komm aus Feld, Harpien, Königin! Soll ich dir was sagen? Du hättest das Siegel gar nicht gebraucht. Ich weiß, aber ich such's trotzdem. Weil ich es kann! Miep! Nicht schon wieder. Das ist ein Geben und Nehmen hier. Noch ist nichts verloren. Noch kann ich dich fertig machen. Nicht mit den Karten, die du jetzt hast, es sei denn, du hast noch einen Kriegswall von deinem das Siegel. Ja. Leider geht das nur auf offene Monster. Mal gucken, ein Glück. Mal gucken, was passiert, wenn ich dich angreife und das Monster aufdecke. Ich glaube, das bleibt in der Verteidigung. Also die Karte hat dir jetzt nichts gebracht. Los, Harpien Kanalisiererin. Ich hab ein Problem. So. Harpien-Kanalisiererins Effekt. Ich werfe mein Harpien-Mädchen ab. Ach, das arme Mädchen. Das wird wehtun. Ich dachte, den kannst du damit nicht rufen.
dann war der in dem anderen Deck mit drin. Und jetzt hat mir meine Karte doch was gebracht. Ich zittere vor können der Macht. Können wir nochmal drüber Spiel reden? Gebracht. Wir können nochmal drüber reden. Gibst du mir deine Kette? Wenn ich kann, ja. Das ist gut. Ich will trotzdem wissen, was passiert. Nein! Nein! Jetzt hilfst du noch. Vor allen Dingen, ich habe einen Monster auf der Hand, das nach 900 Punkte im angefahrt. Hätte ich das gespielt, ne? Weil das hat 2000 Verteidigung. Ich hätte so hart kassiert. Los, Harpienkönig, greif deine Lebenspunkte direkt an. Oh, das war's erstmal. Der Spieldrache soll mal zugucken. Schwarzes Loch! Schwarzes Loch. War da ein schwarzes Loch? Los, meine Giftkobra! Oh, wow! Los, Giftkobra, benutzt deinen Geheimeffekt! Bring mich zum Sieg! Selbstvernichtet. Ich bin dabei in meiner Karte drin.